Sehr geehrte Damen und Herren, wie auch in den vergangenen Wahlperioden orientieren wir uns in der ersten Sitzung des Landtages zuerst an den Regelungen der Geschäftsordnung des Landtages der 18. Wahlperiode. Es ist Tradition und unsere Geschäftsordnung sieht es in Paragraphen 68 vor, dass in der ersten Sitzung des Landtages bis zur Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten des Landtages das älteste anwesende Mitglied des Landtages, das dazu bereit ist, als Alterspräsident oder Alterspräsidentin, den Vorsitz führt. Dieser Regelung verdanke ich, dass ich heute für einen kurzen Zeitraum diesen Platz einnehmen und Sie begrüßen darf. Nach gutem Brauch möchte ich mich aber zuerst vergewissern, dass ich auf diesem Platz auch zurecht sitze. Ich bin Josef Rakicki, gewähltes Mitglied des Landtages aus dem Landkreis Helmstedt. Ich bin im Jahre 1956 geboren und frage alle anwesenden neu gewählten Abgeordneten: Befindet sich unter den Gewählten jemand, der vor dem April 1956 geboren wurde? Keiner meldet sich. Dann erkläre ich meine Bereitschaft, zunächst den Vorsitz zu führen und eröffne hiermit die erste Plenarsitzung des neu gewählten Landtages. Gemäß der Geschäftsordnung kommen wir gleich zur Benennung der zwei Mitglieder, die mit mir gemeinsam den vorläufigen Sitzungsvorstand bilden. Üblicherweise werden als vorläufiger Schriftführer das jüngste weibliche und das jüngste männliche Mitglied des Landtages benannt. Nach den Informationen, die ich bekommen habe, sind das Frau Antonia Hilberg von der Fraktion SPD, geboren am 14. Dezember 1997, und Herr Pascal Ledin von der Fraktion Bündnis 90, die Grünen, geboren am 22. März 1999. Ist jemand der anwesenden Damen und Herren gewählten Abgeordneten noch jünger? Ist wahrscheinlich kaum möglich. Auch das scheint also nicht der Fall zu sein. Deshalb frage ich zuerst Frau Hilberg, ob sie bereit ist, der Tradition zu folgen und dieses vorläufige Amt zu übernehmen. Ja. Vielen Dank. Ich frage Herr Ledin, ob er bereit ist, dieses Amt zu übernehmen. Ja. Vielen Dank. Wir haben von beiden die Zustimmung und dann bitte ich Sie beide, hier rechts und links von mir Platz anzunehmen, wobei das rechts und links jetzt ausnahmsweise natürlich keine politische Bedeutung hat. Bitte schön. So, damit sind wir komplett, das vorläufige Präsidium ist vollständig und wir können in unserem geschäftsmäßigen Ablauf fortfahren. Erlauben Sie mir, unsere zahlreichen Besucher auf den Tribünen, Repräsentanten des öffentlichen Lebens in Niedersachsen, Vertreter der Kirchen- und Glaubengemeinschaften, Vertreter der Wirtschaft, Wissenschaft, Kommunen, Landschaften und Landschaftsverbände, die Bundeswehr sowie das konsularische Korps herzlich zu begrüßen und uns für die Ehre, die Sie uns mit Ihrer Anwesenheit erweisen, zu bedanken. Bitte haben Sie Verständnis, dass ich nicht alle Ehrengäste namentlich begrüßen darf, kann. Als einen besonderen Gast begrüße ich aber die ehemalige Präsidentin unseres Landtages,
Frau Dr. Andretta. Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, Ihnen gebührt heute neben einer besonderen Begrüßung vor allem unser Dank für Ihre Leistung in den vergangenen 5 Jahren an der Spitze des Landtages. Mit Ihrer souveränen Sitzungsführung und Ihrer würdigen Repräsentation unseres Landtages haben Sie zu einem positiven Bild des Parlaments und Niedersachsens beigetragen und der so viel zitierten Politikmüdigkeit entgegengewirkt. Herzlichen Dank dafür. Auch die Pressetribünen sind heute voll besetzt und das ist gut so. Die Berichterstattung aus dem Parlament hat mein Vorgänger Herr Heiner Schönecke, ich zitiere, ein Lebenselixier für jedes echte Parlament bezeichnet. Die Begleitung der Parlamentsarbeit durch die Medien ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Politik und Bevölkerung. Ich hoffe und bin überzeugt, dass wir in den nächsten 5 Jahren von den Medien eine kritische, aber faire und objektive Berichterstattung erwarten können. Schließlich begrüße ich natürlich alle Abgeordneten des Niedersächsischen Landtages der 19. Wahlperiode und sämtliche anwesende frühere Kolleginnen und Kollegen. Auch die Zuschauer, die unsere konstituierende Sitzung wie auch meine Familie im Fernsehen oder über Livestream des NDRs verfolgen, möchte ich an dieser Stelle herzlich begrüßen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, ich habe heute hier die besondere Ehre, als Alterspräsident die konstituierende Sitzung des neu gewählten Landtages zu eröffnen und das auch noch als neu gewähltes Mitglied des Landtages. Zuerst war ich überrascht über das Angebot dieses Amtes, insbesondere als dass der Alterspräsident tatsächlich der älteste Abgeordnete im Landtag ist. Ich dachte eigentlich, so alt bin ich doch noch nicht. Für mich steht aber fest, Sie werden in dieser Wahlperiode einen ziemlich jungen Alterspräsidenten haben. Alt genug bin ich aber, um diesen Tag und diese Sitzung als etwas ganz Besonderes zu empfinden. Ich bin, wie Sie unschwer an meiner Sprache erkennen können, nicht in Deutschland geboren. Geboren und aufgewachsen bin ich in der kommunistischen Tschechoslowakei. Es war damals ein Land, wo Demokratie nur auf dem Papier existierte. Die Presse war sklavisch und gleichgeschaltet. Ein Land, in dem die Kinder von klein auf in der Schule politisch indoktriniert wurden. Und ein Land, wo Kritiker der herrschenden Doktrin und Andersdenkende von dem Staatsschutz beobachtet oder sogar inhaftiert, von der Presse diffamiert und zum Feind der Gesellschaft erklärt wurden. Ich weiß also, was es heißt, in einem unfreien Land ohne Demokratie zu leben. Ich kenne Unfreiheit und Unterdrückung. Es war dieses Gefühl der Unfreiheit, was mich Jahre vor dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes dazu brachte, nach Freiheit zu suchen. Ich fand sie in Deutschland. Ich fand sie in Niedersachsen. Und nun darf ich ab heute sogar als Abgeordneter mich für die Freiheit einsetzen. Das ist für mich, ich bitte um Verständnis, ein sehr besonderer Augenblick. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, die Freiheit der Bürger ist unser aller Auftrag. Auch und gerade in Zeiten, in denen sich Meinungen unversöhnlich gegenüberstehen,
in denen sich nicht mehr zugehört wird, in denen ganze Gruppen pauschal abgewertet werden. Gesellschaftlicher Zusammenhalt, gesellschaftlicher Friede erwächst nicht dadurch, dass nur eine Meinung als die richtige gilt und alle anderen diffamiert und ausgegrenzt werden. Gesellschaftlicher Friede entsteht durch Dialog. Er entsteht durch die Wertschätzung des anderen, auch wenn man seine Meinung nicht teilt. Der Kern der Demokratie ist das Recht des eigenen, seine eigene Meinung zu haben und sie zu äußern. Und dass ich bereit bin, für die Freiheit des anderen einzutreten. Nicht, weil ich seine Meinung teile, sondern weil ich Demokrat bin und weil ohne die Meinung des anderen nun einmal keine Demokratie existiert. Der Landtag ist ein Ort, an dem diskutiert, beratschlagt, sich ausgetauscht wird und Entscheidungen getroffen werden. Dabei ist es unabdingbar, dass alle Ansichten gehört werden. Demokratie lebt von Meinungsvielfalt und Freiheit. Sie ist Teil der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Demokratie ist die Herrschaft des Volkes. Und das Volk hat nun einmal viele Meinungen. Demokratie ist daher auch ein System, das sicherstellt, dass die Minderheitsmeinung immer auch zur Mehrheitsmeinung werden kann. Im Vorfeld dieser Sitzung waren von Vertretern anderer Fraktionen bereits, lassen Sie es mich nicht so hart ausdrücken, Ausgrenzungsaussagen getätigt worden. Ich glaube, das tut diesem Haus nicht gut. Es tut der Demokratie nicht gut. Wir alle stehen für Einigkeit und Freiheit und Recht und müssen dafür eintreten, dass es so bleibt. Wenn wir uns darüber einig sind, ist schon viel gewonnen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, unsere konstituierende Sitzung findet auch unter besonders bewegenden und gefährlichen nationalen und internationalen Rahmenbedingungen statt. Wir alle wollen für unser Land, unsere Familien und für uns selbst ein friedliches Leben. Erlauben Sie mir daher aus diesem aktuellen Anlass zum Abschluss meiner Ansprache einen meiner Vorgänger, den ehrwürdigen Alterspräsidenten dieses Parlaments, Klaus-Peter Brunz, zu zitieren. Herr Alterspräsident Brunz war in diesem Parlament der letzte Zeitzeuge der zwei Weltkriege im 20. Jahrhundert und errichtete am 9. Juli 1986 an den neu gewählten Landtag folgende Worte, Zitat: Die Jüngeren von Ihnen werden fragen, wie es zu 1933 und 1939 kommen konnte. Und was waren das für Menschen, die diese Entwicklung zuließen oder gar mittrugen? Und weiteres Zitat: Es war schon immer so. Die Völker wollen keinen Krieg, aber sie sind anfällig gegen Manipulation und Irreführung. Die Herrschenden finden immer wieder Gründe, Menschen, die doch leben wollen, in den Krieg und ins Verderben zu führen. Zitat Ende. Ich frage hier in diesem Parlament besorgt: Dürfen wir uns darauf verlassen, dass dies heute nicht mehr möglich ist? Ich danke Ihnen.